Diese Vorbotschaft zum Feste ist eine relative, je nach Betrachtungswinkel. Denn einerseits könnte der Traum vom Eigenheim wieder für mehr Menschen wahr werden. Wohnimmobilien haben sich im dritten Quartal des Jahres so stark verbilligt wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr. Preise im Sinkflug bedeuten aber umgekehrt, wer Haus oder Wohnung verkaufen möchte, muss Abschläge hinnehmen oder wird sich schlimmstenfalls erstmal gar nicht los. Hauptverantwortlich für das Minus bei Immobilienpreisen, ein Plus bei den Finanzierungskosten. David Sajons. Deutlicher könnte die Botschaft nicht sein. Für dieses Haus am Rand von Mönchengladbach sucht Immobilienmakler Ansgar Mertens schon seit August einen Käufer. Knapp 400.000 Euro für 123 Quadratmeter Wohnfläche plus Garten. Tatsächlich, in der Vergangenheit war es so, ich hätte wahrscheinlich innerhalb von einer Woche eine Schlange hier stehen gehabt und dann wäre die Immobilie weg gewesen. Die Leute hatten ihr Finanzierungszertifikat dabei und man wäre wahrscheinlich eine Woche später beim Notar gewesen. Aktuell ist es eher doch zögerlich, dass die Leute sagen, ich weiß es nicht, ob ich es mir leisten kann. Und bei dem aktuellen Zinsniveau springen sie dann eher nachher wieder ab. Damit das Haus doch noch einen Käufer findet, werde der Verkäufer wohl mit dem Preis runtergehen müssen, glaubt der Makler. In seinem Büro zeigt uns Ansgar Mertens die vielen Häuser und Wohnungen, die er im Angebot hat. Zwei davon stehen schon seit fast einem Jahr zum Verkauf. Weil hier keinerlei Preisspiele drin sind. Ja, das heißt, Eigentümer haben es nicht nötig. Die sagen, ich sehe es gar nicht ein, vom Preis runterzugehen. Das heißt, solange da die Verkäufer nicht an der Schraube drehen, werden die wahrscheinlich auch so im Bestand bleiben. Ja. Ohne Preisnachlass kaum Chancen auf einen Verkauf. Diesen Trend zeigen auch Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Nachdem die Immobilienpreise lange Zeit kontinuierlich gestiegen waren, sinken sie nun schon seit Ende vergangenen Jahres. Im dritten Quartal dieses Jahres waren sie mehr als 10% niedriger als noch ein Jahr zuvor. Die Preisblase sei geplatzt, sagt Wirtschaftsforscher Konstantin Rolodilin. Aber nur vorübergehend, wegen der hohen Zinsen. Schon ab Ende kommenden Jahres könnten die Preise wieder steigen. Die Nachfrage nach Wohnraum ist sehr stark mit dem starken Bevölkerungswachstum. Die Einkommen, die realen Einkommen werden wahrscheinlich moderat steigen. Der Bau ist zurzeit stagnierend. Also es gibt auch Prognosen, die Rückgang des Baus im nächsten Jahr erwarten. Das heißt, alles führt dazu, dass der Druck auf dem Wohnungsmarkt steigt. Eigentlich wollte die Bundesregierung mit einer Bauoffensive Druck aus dem Markt nehmen. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, so das Ziel. Derzeit sind es gerade mal 270.000, muss Bundesbauministerin Geiwitz eingestehen. In einer Rezessionsphase, die so nicht vorhersehbar war, ist das in der Tat so. 100.000 Wohnungen mehr zu bauen, ist nicht möglich. Dass es beim Wohnungsbau kaum vorangeht, ist auch ein Grund dafür, dass die Mieten in Deutschland weiter steigen, trotz fallender Immobilienpreise. Und wenn weiterhin nicht genug gebaut wird, dann, so ist sich Immobilienmakler Mertens sicher, wird längerfristig auch der Kauf von Häusern und Wohnungen wieder teurer. Und über die aktuellen Veränderungen am deutschen Immobilienmarkt habe ich am Abend mit Michael Vogtländer gesprochen, Wirtschaftswissenschaftler mit dem Schwerpunkt Immobilien am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Guten Abend, Herr Vogtländer. Ja, guten Abend, Herr Zamparoni. Aufgrund dieses rasanten Rückgangs der Immobilienpreise glauben einige aus der Branche, da sei nun eine Blase geplatzt. Sehen Sie das auch so? Naja, wir haben natürlich eine starke Preisreaktion, aber die Zinsen sind ja auch entsprechend stark gestiegen. Und nach dem langen Boom war das jetzt absehbar, dass dann die Preise auch nachgeben. Aber wir haben keine geplatzte Blase, denn dazu würde ein Ausverkauf der Immobilien gehören. Das heißt, viele Menschen würden jetzt versuchen, die Immobilien zu verkaufen. Und gerade das sehen wir nicht, sondern die Transaktionen sind um die Hälfte eingebrochen gegenüber 2021. Das heißt, die meisten wollen nicht unbedingt verkaufen. Und das, was verkauft wird, sind oftmals ältere Immobilien. Immobilien bleiben also eher knapp und ich sehe auch tatsächlich, dass die Preise eher 2024 auch wieder leicht steigen könnten. Inwiefern? Also besonders stark oder eher moderat? Naja, eher moderat, aber wir sehen jetzt ja, dass die Zinsen etwas nachgeben. Gleichzeitig steigen die Mieten relativ stark. Das stabilisiert die Preise. Also es ist durchaus erwartbar, dass im nächsten Jahr ein moderater Anstieg zumindest wieder folgt. Die Preise wären ja eigentlich noch stärker abgestürzt, wenn der Wohnungsmangel nicht so gravierend wäre, was zu einer weiteren hohen Nachfrage führt. Und das liegt auch daran, dass in diesem Jahr viel weniger Wohnungen gebaut worden sind, als die Bundesregierung das erhofft hatte. Nämlich so um die 270.000 statt der anvisierten 400.000.
Warum scheitert das so krachend? Naja, es kommen zwei Dinge zusammen. Das eine ist eben der gravierende Zinsanstieg von etwa 1% bei 10-jährigen Zinsbindungen auf 4%. Und das andere ist eben, dass die Baukosten extrem stark gestiegen sind. Das heißt, eigentlich müssten diejenigen, die Immobilien neu bauen, höhere Preise verlangen. Aber die Nachfrager, Eigentümer, die können das nicht bezahlen. Und dadurch ist der Neubau eben drastisch runtergegangen. Die Baugenehmigungen sind vor allen Dingen deutlich runtergegangen. Und das wird jetzt eigentlich noch stärker, denn erst im nächsten Jahr und übernächsten Jahr werden wir sehen, dass die Fertigungszahlen eher Richtung 200.000 statt der avisierten 400.000 gehen. Das ist ja für die Bundesregierung eine gewisse Bankrotterklärung. Ja, das ist natürlich dramatisch, vor allen Dingen, weil wir ja wirklich mehr Wohnungen brauchen. Wir haben eine sehr starke Zuwanderung nach Deutschland, weil wir auch Fachkräfte brauchen. Und im Moment passt das alles überhaupt nicht zusammen. Und dazu kommt natürlich noch eine sehr große Unsicherheit auch in der Branche, weil jetzt einzelne Förderlinien auch gestrichen worden sind. Auch die Sonderabschreibung, die geplant war, kommt nicht. Und all das führt zu weiteren Unsicherheiten und belastet natürlich damit den Neubau. Und eine Klage, die man ja da auch oft hört aus der Immobilienbranche, kommt noch hinzu. Für Neubauten gäbe es viel zu viele Auflagen, die Normen, die Vorgaben, die Antragszeiten, Sie haben es gesagt, sind viel zu lang. Wie viel Luft nach oben sehen Sie denn da? Ja, das ist tatsächlich die große Aufgabe, die man jetzt angehen muss, dass man das Bauen auch wieder günstiger macht. Ich sehe schon, dass man im Moment auch fördern muss, damit man einfach gegensteuert. Aber langfristig muss das natürlich alles auch wieder so bezahlbar sein. Und dazu müssen wir an die Baustandards gehen. Aber das ist eine Gemeinschaftsleistung. Das kann der Bund nicht alleine. Da sind eben auch die Länder gefragt, die auch Landesbauordnungen auflegen. Da sind aber auch vor allen Dingen die Kommunen gefragt, die eben auch Genehmigungen geben müssen für beispielsweise höhere Bebauungen, also mehr Stockwerke oder eben auch dafür, dass kein Keller gebaut werden darf oder muss. Auch das wäre etwas, was Entlastung bringt oder weniger Stellplätze. All das ist möglich, aber dazu braucht es eben auch Reformen und eine andere Haltung gegenüber dem Wohnungsbau, damit wir hier tatsächlich auch wieder günstiger werden können. Jetzt haben wir viel über die Preisentwicklung bei Eigentum geredet. Wie sieht es vor diesem Hintergrund bei der Entwicklung der Mieten aus? Ja, das ist tatsächlich die große Sorge, die man haben muss. Wir haben ja in den letzten Jahren schon eine sehr starke Mietpreisentwicklung gehabt. Aber die Mieten in diesem Jahr und im letzten Jahr sind noch mal stärker gestiegen. In diesem Jahr so rund 5% bei den Neuvertragsmieten. Und wenn jetzt eben die Knappheit noch größer wird, weil eben der Neubau wegfällt, dann wird die Mietpreisdynamik noch weiter zulegen. Wir müssen ja sehen, in diesem Jahr sind die Mieten so stark gestiegen, weil viele Menschen, die eigentlich kaufen wollten, in den Mietwohnungsmarkt gedrängt sind. Jetzt haben wir eine echte Knappheit im Mietwohnungsmarkt und ich denke, dass die Preise noch weiter steigen werden. Und das ist natürlich eine ganz große Belastung für viele Menschen, zumal ja auch die Energiepreise nach wie vor sehr hoch sind. Auch das ist eine Belastung. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, danke für das Gespräch. Sehr gerne.